Hallihallöchen und herzlich... Warum gucke ich gegen eine fucking Wand? Willkommen zu... Far Cry 4, genau. Ich muss gerade ernsthaft überlegen. Sneaky. Ich weiß immer noch nicht, wie man Dolche wirft. Und ich laufe erstmal ins Feuer. Vielleicht sollte ich das mal herausfinden. Natürlich hätte ich mich dann natürlich auch, wie man das so macht, als, professioneller Let's Player informiert man sich natürlich doch vorher drüber, wie das funktioniert. Linus hat natürlich keine Ahnung, macht sowas natürlich nicht, weil er das kann. So, werfen. Da wäre doch nie einer drauf gekommen. Aber nice. Habe ich die jetzt alle ausge... Habe ich das jetzt... Oh, da hoch will ich eigentlich nicht, aber okay. Denkt ihr, man kann die auch? Nee, ich glaube, die haben zu dicke Rüstung, gell? So, wir waren hier schon letzte Folge, deswegen rede ich gerade nicht so viel darüber. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, jetzt ist die Frage, wie viele wir hier austaken dürfen. Das war cool. Okay, der kommt gerade erst runter. So, wir haben ja das Problem gehabt, letzte Folge sind wir auch schon hier so ein bisschen weit gekommen. Das Problem ist, wir kamen nicht allzu weit, weil wir keine Ahnung hatten, beziehungsweise ich hatte keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber wir wagen einfach mal unser Bestes und versuchen es nochmal. Deswegen bin ich hier, dafür bin ich hier. Ich meine, was anderes habe ich eh nicht zu tun. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der will nach der Leiche gucken wahrscheinlich. Fuck. Als ob... Okay, Mission failed. Mission failed. Run. Run, you fool. Ach du Scheiße, hier ist ein Hund. Werf doch. Ich hab keine Messer mehr. Ah! Ah, Mann! Haben die gerade seinen Hund erschossen? Ich glaube ja, gell? Und den Scheiß werde ich eh nicht mehr überleben. Ach du Scheiße, zwei Sniper. Ich hätte hinter den Stein rennen sollen, es wäre so gut gewesen und so doof zugleich. Soll ich noch einmal versuchen, direkt durchzurennen? Es war ja an sich, war es ja nicht so... falsch. Ja, das war mein Handy. Warum ist das so laut? Hör auf zu... Dankeschön, Handy. Das war mal wieder freundlich von dir. Wer das jetzt gehört hat, also ich glaube, ihr habt es nicht gehört, aber wer das gehört hat, der denkt sich jetzt so, wow, Linus. Ach du Scheiße. Bin ich so fucking laut? War das ein Ja? So, jetzt mal die ganzen Wurfmesser aufgenommen. So. Das war verfickt knapp, gell? So, ein Sturmgewehr haben wir jetzt auch. So, aber die Wurfmesser sind, glaube ich, praktischer. Ach du Scheiße, war das gerade knapp. Okay, zwei Wurfmesser sind weg.
Ich könnte natürlich. Mach ich aber nicht. So, erstmal hier das ganze Zeug. Wo kommt das her? Wow. Okay, sie haben mich gefunden. Zeit zu rennen. Alter, Checkpoint. Nice. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Spring, spring. Was zum Katze? Hier geht's nicht weiter. Nein. Oh, fuck. Okay, ab da muss ich mich, glaube ich, durchkämpfen. Es war aber so gut. Es war so gut. Mann, wir sind schon voll weit. Jetzt muss ich überlegen, wo ist der fucking Ausgang? Kann mal das aufhören, so hell zu sein? Ich finde es ja toll, wenn es so strahlt hier. Wirkt freundlich, ja? Ja, genau, als ob die das nicht bemerkt haben. Okay. Komm schon. Nein! Ich wollte! Ich habe geheilt und ihn abgeschossen. Das war keine gute Kombo. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich habe nicht natürlich keinen Aufnahmecheck gemacht, weil ich so ein Pro bin. So ein Babbo. Und so. Wir rennen jetzt einfach durch, ja. So, no fucks given. Ja. Multikill, jetzt sollten die nach denen gucken gehen. So, dann können wir hier weiter schleichen. Oh, und können Bogen aufnehmen. Ach du Scheiße. Deine Leiche überlasse ich den Tieren. Ich gehe vor. Ich habe keine Granate mehr. Ach du Scheiße. No fucks given. Run. Nein. Es. Ah, nein. Okay. Fuck. Fuck. Okay. Wir müssen nochmal überlegen. Wir müssen die ganze Sache überdenken. Aber wir sehen halt so scheiße wenig. Wir könnten einfach von... als ob der durch zwei Messerwürfe nicht stirbt. So, wie kommen wir jetzt da hoch zu dem Dude? Ach du Scheiße, und die haben uns... Fuck. Ich wollte keine Leiche mitnehmen. Die haben uns auch noch bemerkt, ey. So ein Scheiß. Oh, fuck. Da sind lauter Waffen drin. Okay. Das ist eine gute Idee.
Komm. Geht der her? Sterben? Nachladen. Erstaunlicherweise funktioniert das. Was? Scheiße. Heilen, nachladen. Ja, hat funktioniert. Nächster. Kopfschuss. Ach du Scheiße, dass das gerade funktioniert. Das ist ja voll geil. Wo ist der Sniper? Ist das der? Ich glaube auch nicht. Munition, ja. Oh, klettern wir mal. Ey, voll geil, dass das jetzt so gut funktioniert. So, ich hoffe, das war jetzt so die gute Idee. Ich habe nur die Angst, dass der Sniper, whatever, mich später tötet. Aber wenn wir da nicht hochkommen. Ah. Dann wird er da, glaube ich, eh wenig anrichten, aber jetzt. Okay, komm. Hier schießt er mich nicht ab. Ja, wo steht der denn? Oh, wow. Der stand hier einfach? Das ist, glaube ich, kein Kabel zum... Okay. Ah, oh, wir können hier runter. Ganz gemütlich. Natürlich. Oh, das geht auch. Das ist ja von einem 2-Meter-Sturz. Okay, 2 Meter schon viel, aber jetzt auch nicht so viel. So, wir haben das Gewehr immer noch. Und das ist fett und macht Schaden und kann große Leute auslöschen. Und hier ist fast gar keiner mehr. Hier ist noch wer. Komm schon. Gut, ich dachte gerade, kann doch nicht sein, dass ich den jetzt nicht treffe. Okay. So, alles kaputt. Ich glaube, wir können jetzt raus. Ich glaube, wir sind frei. Yes. Wir haben es geschafft. Das war richtig geil mit diesem fetten MG. Dann noch raus zu laufen. Das war cool. Öfters bitte, öfters. Komm schon, lauf, Freundchen. Komm, das überlebst du, oder? Du stirbst jetzt nicht. Weißbild heißt Übergang? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Oh, was ist los? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Kyrat umfasst, ja genau, faszinierende Orte, ich weiß. Ein bisschen verwirrend, was jetzt kommt. Ich meine, wir hätten da gerade ein Monster gesehen, aber dann haben wir auf einmal gegen eine Wand geguckt. Von dem her, auf jeden Fall. Mal sehen, was so rauskommt. Bin gespannt. Oh.
Sabal. Sieh dich an. Siehst gut aus. Für jemand, der gerade aus Dürgesh geflohen ist. Kyra sei Dank, dass wir dich fanden, bevor du erfroren bist. Wie hast du mich gefunden? Kyra zeigte mir den Weg. Eine Woche folgte ich deiner Spur. Ich betete ständig für deine sichere Heimkehr. Und die Götter erhörten mich. Danke. Danke nicht mir. Danke, Kyra. Und dein Überleben hilft unserem Kampf. Das ist etwas, was Amita nicht versteht. Ich stehe immer hinter dir, Bruder. Sweet. Ja, wir haben es geschafft. Mission beendet. Und wir sind weiter in der Kampagne vorangeschritten. Oh, wir sind bei uns zu Hause angekommen. Warte mal, da muss ich gleich mal erstmal gucken. Haben wir denn alle Waffen dabei? Nein, einfach mal so gar nicht. Ach, wir haben noch die Waffen von dem Ausflug gerade dabei. Okay, dann wo ist mein Waffenschrank? Jeder hat doch einen Waffenschrank zu Hause. Ah, kann nicht sein. Der ist doch oben. Mann! Das kann nicht sein. Och. Jetzt muss ich wieder da hoch. So, wo ist der Waffenschrank? Hier. Ich dödel. Yay, neue Waffe. Yay, neue Waffe. Voll gut. Digitales Haus hier, lol. Ja, verkaufen. Das hat auch noch viel Geld gebracht. Das freut mich natürlich. Hochzeitsfotos, Kondom. Ich verstehe es immer nicht. Warum zum Fix sammelt dieser Depp Kondome auf? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man Leute durchsucht, dann nimmt man nicht jedes Kondom mit, das man findet. Warum habe ich die Waffen nachgefüllt, wenn das gar nicht die Waffen sind, die ich dabei haben will? Mann. Okay, jetzt muss man erstmal... Ja, die zwei haben wir neu. Freut mich zu hören. Ich muss aber erstmal meine Waffen finden. Okay, den habe ich dabei. Was war es noch, was ich sonst dabei habe? Ich glaube, bei einzigartigen Waffen war das. Ja. Was habe ich da? Ne, nur Seitenwaffe. Dann habe ich das da gehabt. Diesen Gegenstand ausrüsten. Ja, Seitenwaffe. Wo ist die Pistole? Das ist, glaube ich, richtig. Ja, das ist richtig. Den Kindern fehlt aber noch irgendwas. Und zwar... Ich weiß... Ah, Sniper fehlt noch. Hä? Okay, warte mal, wo ist jetzt die Sniper? Das ist die da, gell? Ist die auch? Ha, die ist aber besser. Oh, dann haben wir jetzt gerade eine neue Sniper bekommen. Ich glaube, die haben wir aber auch erst neu freigeschaltet. Kann das sein? Aber ich glaube, jetzt haben wir alle Waffen, die wir so sonst auch immer dabei haben. Ja. Ja. Neu. Gefällt mir. Und ja. Und ich weiß jetzt endlich, wie man ein Wurfmesser und so wirft. Das habe ich wahrscheinlich bis nächste Folge wieder vergessen. Weil ich natürlich ein mega schlauer Kerl bin. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da. Natürlich wusste ich. So, Yugi und Regi haben eine neue Mission für mich. Damit wir uns später der Sache... Oh, wir haben eine Koppel. Ein Kirchgehege, eine Innenbeleuchtung. Baumdekoration. Für den heiligen Baum hier findest du auch kleine Mengen Geld. Oh. Schwarzbrenner-Kit. Ja gut, das will natürlich jeder haben. Ich glaube, wir sind für die. Hier, Baum dick. Oh, wie schön. Das ist der heilige Baum, den wir haben. Dass wir unseren eigenen heiligen Baum haben, ist ja sehr toll. Und er hat auf einmal Blätter. Warum hat der Kerl auf einmal Blätter? Man dekoriert doch keinen Baum mit... What the fuck? What the fuck? Man dekoriert doch keinen Baum mit Blättern.
Boah, das findet man echt Gold. Nice. Nochmal? Geht nicht mehr? Schade. Auf jeden Fall hier wird auch noch irgendwas kommen, vermute ich mal. Hier wird, glaube ich, auch noch was draus gemacht werden. Hoffe ich doch. Also da kommt, glaube ich, noch eine Wasserstelle hin. Die Tierkoppel kommt vermutlich hier oben hin. Sieht sehr nach einem Tiergehege aus. Da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen, weil da hätte ich voll Bock drauf. Sieht echt schön aus. Schwarzbrenner-Kit kommt wahrscheinlich da oben hin. Innenbeleuchtung und alles andere dahin. Und Gyrocopter dahinter. Hier könnte aber auch das Schwarzbrenner-Kit hinkommen. Hier hinten dran. Na gut, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und wir gucken einfach mal jetzt, was wir so alles schon erreicht haben. M. Oh, wir können neue Fertigkeiten. Drücke F, einen Flammenwerfer, einen MG-Schützen zu erledigen. Okay, nein, brauchen wir nicht. Befindest du in der Entdeckung, drücke F, um Gegner leise. Ja, wäre schon besser. Zusätzlich zur normalen Wirkung erleidest du jetzt auch weniger Schaden durch gegnerische Kugel. Von was denn? Ach, von der Überlebensspritze, okay. Ja gut, ich nehme sehr selten Spritzen, muss man halt schon mal sagen. Okay, Jagdspritze Level 2 benötigt dazu. Das ist das hier. Nee, das ist ja, oh. Okay, und was kann man hier? Das ist eine gute Investition, weil ich falle immer gern so oft. Und wenn wir jetzt eh gerade beten können, machen wir das auch noch. Wir haben wahrscheinlich später eh alles auf Maximum. Dann, genau, was ich gucken wollte. Herstellung, können wir da irgendwas machen? Schneeleopard? Egal. So, was haben wir hier? Schneeleopardenfell? Okay, und Fortschritt? Oh, wir sind ja schon mächtig weit bei der Kampagne. Nur noch 9 Missionen? Ach krass, wie cool. Wir haben es bald geschafft, Leute. Aber es fehlen noch voll viele Außenposten und nur noch 2 Festungen. Shangri-La-Mission, ja gut, ob wir uns da nochmal dran widmen. Ich fand die nicht so geil, aber müssen wir wahrscheinlich für die Hauptquest. Glaube ich einfach mal, ich weiß es nicht. Boah, da haben wir auch schon viel erledigt, aber noch lang nicht alles. Und wir haben erst 38% Gesamtfortschritt. Was steht denn hier unten so? Arena Rang 1, ja gut. Zerstörte Partner Stormwalker 4, gelesene Notizen 11. Hust, ich lese ungern Notizen. Gekaperte königliche Frachttrucks 0. Zerstörte königliche... Ja gut. Gekaufte Objekte für das Haus der Gales. Ja gut, 5 von 11, finde ich nice. Müssen wir noch ein bisschen Gold sparen und dann können wir uns den Rest auch noch leisten. Aber es gab doch gar keine 6 Upgrades mehr, oder doch? Bestimmt. Ja doch, gab. 3, 4 und 6. Der Schrein, der Schrein muss ja auch noch irgendwo hin. Ja gut, wo das alles hinkommt, der kommt dann wahrscheinlich da oben hin. Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Na gut, der, hier könnte auch noch was hinkommen. Shit. Na gut, der Sache widmen wir uns auf jeden Fall dann nächste Folge. Da machen wir wahrscheinlich diese Yogi und Regi Mission, die da oben ist. Oder da hinten, so eine A-Mission, heißt wahrscheinlich Aminata. Vermute ich einfach mal, wo ist denn das? Ja, Amina, Amita, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Da widmen wir uns aber nächste Folge erst drum. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen fröhlichen Montag. Oder wann auch immer ihr das schaut, wünsche ich euch dementsprechend einen fröhlichen anderen Tag. Ja gut, haut rein, macht's gut und ciao.